Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps Axis Operations 1943. Das ist Stalingrad, das wollen wir irgendwie nicht einnehmen, absolut nicht, auf keinen Fall, sondern nur ein bisschen Munitionslager sprengen. Und wir wollen auch diese Linie hier nicht überschreiten, angeblich, aber ich denke, eigentlich wollen wir doch, oder? Was haben wir denn hier? Wir haben ein bisschen Vorstoß, der ja, ist ein bisschen zerfleddert worden irgendwie. Wir haben Fallschirmjäger. Die sind bereit, irgendwo hinzuspringen. Ich weiß noch nicht genau wo. Vielleicht würde ich die auch gerne hier drüben abspringen lassen. Ach, ich weiß halt nicht, da wird alles voller Gegner sein. Ne? Wir werden die erstmal hier irgendwo in diesem Bereich abspringen lassen, denke ich mir. Und dann werden wir mal schauen, ob wir hier rüber über die Brücke wollen später, um alle diese Siegfelder einzunehmen. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwas bringt. Ob das dann wirklich eine heftige Gegenattacke auslöst oder nicht. Wir haben hier drüben noch so ein bisschen Einheiten, die ja, wohnen da jetzt halt erstmal. Die Flugzeuge hier müssen mal loswerden, die haben uns ganz schön zugesetzt. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein, hoffe ich. Wir fahren mal hier diese Straße entlang, stoßen auf einen Hinterhalt, perfekt. Okay, das war uncool. Ach, hier haben wir ja noch einen gegnerischen Panzer. Oh Mann, den habe ich komplett übersehen. Geil. Ja, dann machen wir die halt irgendwie weg, ne? So, und dann diesen Flughafen hier einnehmen, damit uns diese Flugzeuge gerade nicht mehr auf den Nerv gehen. So, euch müssen wir erstmal verstärken und dann hoffe ich, dass die Panzer jetzt irgendwie überleben. Hm. Ja. Hm. So ist es halt. So, hier unten haben wir irgendwie noch... Ach, die haben sich hier rüber geschlichen und haben meine Flugabwehr beim letzten Mal so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, leider. Achso, was mich natürlich interessiert. Kann ich euch jetzt da verlegen nach oben? Schwierig, sagst du. Warum ist denn das so schwierig? Euch kann ich dahin verlegen. Und die sind ja auch schnell verlegbar. So, dann können die hier unten ein bisschen Unsinn machen. Hier so ein paar Bomber abschießen. Die haben Blitzangriff, deswegen können die Jäger da nicht eingreifen. So, wunderbar. Können wir euch auch nach da oben verlegen. Das geht. So, und dann müssen hier die fetten Bomber möglichst nach da. Aufklärer hätte ich natürlich auch super gern da oben. Ist der schon voll? Oh, der ist schon voll. Wieso passen da? Das ist doch ein großer Flughafen. Warum passen denn da nur 5 Einheiten drauf? Da passen auch normalerweise die vollen 7 drauf. Hm. Na gut, dann ist der halt schon voll. So, ja, was machen wir mit den Jungs hier? Lassen wir die hier irgendwo abspringen? Wir können mal gucken, ob die Flughäfen hier irgendwie frei sind. Ich komme doch vielleicht sogar da oben hin, oder? Ah, die würden das schaffen. Und da
das ist jetzt natürlich die alles entscheidende Frage. Seid ihr? Nee, seid ihr nicht. So, weg mit euch. Lass ich die Jungs jetzt einfach dahin fahren, auch auf die Gefahr hin, dass dein Hinterhalt ausbricht. Da bricht der Hinterhalt aus. Und jetzt könnt ihr nicht weiterfahren, weil ihr Lappen seid. Okay, cool. Da ist noch eine Panzerabwehrkanone. Ist ja alles nicht so geil hier. So, die Flugabwehr kommt natürlich wieder gar nicht hinterher. Der Flughafen wäre theoretisch frei. Wir müssten da halt nur irgendwie hinspringen. Habe ich Bock da abzuspringen? Wir versuchen es vielleicht wirklich erstmal. Ach, warte mal, wenn diese Stadt dort frei wäre, wie finde ich denn das raus? Da brauche ich irgendwie ein bisschen Aufklärung hier. Okay, diese Stadt ist nicht frei. Ach, hier ist noch eine ganze Menge los irgendwie. Tja, was mache ich mit dem Fallschirmjägern? Ich würde hier auch super gerne hier drüben irgendwie in diese Stadt reinspringen lassen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die nicht komplett besetzt ist, genauso wie Stalingrad, ne? Da könnte halt echt überall, könnten sich ja Truppen verschanzen. Aber wir könnten halt wirklich hier in die Berge rein abspringen. Dann könnten wir uns da wenigstens ein bisschen umschauen. Oh, ich hätte das. Oh, Moment mal, Idee. Kommt mal hier hin. Ah, die werden da komplett von den Panzern, glaube ich, weggemacht, ne, wenn die da hinspringen. Das heißt, sie müssen hier erstmal in die Berge rein, in diese Hügel. Das hier so ein bisschen besetzen. Und dann müssen wir mal schauen, was wir mit den Jungs machen. Also ihr müsst euch, glaube ich, erstmal verstärken. Ihr kommt da nicht mal ran. Oh, ihr seid zu weit hinten geparkt hier auf diesem lustigen kleinen Flugplatz. So, was haben wir denn hier? Eine Panzerabwehrkanone, die muss auf jeden Fall irgendwie weg. Macht ihr das? Ach so, wollen wir die hier vielleicht einfach bombardieren? Die sind vielleicht sogar ein bisschen schwieriger als die Panzer, ne? Einfach weil es so viele sind. Oh, gute Frage. Ja, wir nehmen mal die Jungs hier einfach mit. So, ihr kümmert euch hier um diese Panzer. Und dann könnt ihr hier leider nur noch ein Feld zurück. Na gut. Muss reichen. So, ihr fliegt hier die Eskorte auf jeden Fall.
Was mache ich mit euch? Die können ja wirklich irgendwo hin. Ich lasse die mal hier auf die andere Seite vom Flugplatz fliegen, damit die einfach ein bisschen mehr Reichweite bekommen, ne? Falls sich hier nächste Runde irgendwie wieder was befindet, dann wäre das ja schon ganz nützlich. So, wir gehen hier mal ein bisschen ran. Und bombardieren die ein kleines bisschen. Ihr schafft es, die hier komplett rauszunehmen. Oh, wow. Und dann bleibt ihr damit 1:9 irgendwie hängen. Ja, die Panzer brauche ich, glaube ich, eher da drüben. Ja, die Jungs hier müssen sich erstmal ein bisschen verstärken. Kann die Artillerie ein bisschen aufrücken. Ihr könnt ein bisschen aufrücken. Oh, die Artillerie hier müsste auch irgendwie mal über den Fluss gebracht werden, glaube ich. Die sind erschreckend langsam. So, die Fallis hier kann ich in die Luft bringen. Die Frage ist nur, wohin? Ich bringe euch erstmal mit nach hier vorne, da habt ihr ein bisschen Jägerschutz. So, ihr zieht euch hier wieder zurück hinter den Fluss. So, die kommen auch nicht an meine Artillerie ran. Sehr gut. Hier bräuchte ich noch mal eine Einheit, die das Ding einnimmt irgendwie. Ihr könnt euch noch verstärken. Die sehen die ja, ne? Die haben ja Sichtweite 3. Die sehen hier auf jeden Fall diese Azul-Infanterie. Werden die vielleicht auch angreifen wollen? Müssen wir mal schauen. Habe ich noch irgendjemand vergessen? Du bist nur hingesprungen zu den Fallschirmjägern hier oben. Aufklärer dort. Ja, okay, alles gut. Ach so, was mit euch? Ihr könnt euch nicht mehr bewegen, ja, Mist. Ich hoffe, die überleben das. Die Ablenkung funktioniert. Oh Mist. Ja, die Panzer kommen nicht bis zu uns. So, das hat auch wunderbar funktioniert. Genauso wie ich es vorher gesagt hatte. Wo ist denn die Panzerabwehr hingefahren? Ist die hier dahinter gefahren oder? Nächste Runde wird es bewölkt sein. So, könnt ihr jetzt. Achso, das Ding habe ich natürlich noch nicht eingenommen. Könnte was dran sein. Dann machen wir das mal flugs. Was haben wir denn hier? Oberst Wagner meldet sich. Unsere Soldaten haben etwas gefunden, mein General. Etwas, das wichtig genug ist, um ihre sofortige Aufmerksamkeit zu rechtfertigen. Okay. Das letzte Mal, dass ich in Stalingrad war, war ich dazu gezwungen, mehrere meiner Mitoffiziere zurückzulassen. Unter ihnen befand sich ein junger Leutnant Gerhard.
Er hatte ja einen echten, wie sagt man, ein echtes Talent für Logistik, aber er war kein Soldat. Er hatte definitiv nichts im Kampf verloren. Ich weiß, achso, ich wusste nicht, was mit ihm passiert ist, aber ich habe mich das immer gefragt. Bis jetzt jedenfalls. Mein General, unsere Soldaten sind auf eine große Begräbnisstätte gestoßen. Wie es aussieht, wurde es deutschen Kriegsgefangenen erlaubt, ihre toten Offiziere dort zu begraben. Unter den hölzernen Kreuzern habe ich Felix Gerhard gefunden. Ich weiß, dass wir eine Mission zu. Eine Mission was? Zu erledigen, auszuführen. Wir haben eine Mission. Und ich wäre der letzte Mann, der seine Pflichten verletzen würde, um zu trauern. Das zu tun, würde sowohl die Opfer der Lebenden als auch derer, die sich immer noch unter unserem Kommando befinden, entehren. Aber er war mein Waffenbruder und all diese gefallenen Offiziere verdienen es, nach Hause gebracht zu werden. Sobald es eine kleine Pause im Kampf gibt, werde ich eine Gruppe von Freiwilligen anführen, um die Toten zu exhumieren und dafür zu sorgen, dass ihre Überreste nach Deutschland gebracht werden, um dort zu ruhen. Jo. Okay. Noch ein bisschen Kriegsgeschichte hier. So, kannst du oder kannst du nicht? Oh, du kannst. Das ist super. Fliegen wir da gleich mal rüber. Wir nehmen uns ein paar Bomber mit. Und die können dann, ja, perfekt, einmal hier kaputt machen. Die könnten auch da kaputt machen, ne? Aber das Ding hier ist, glaube ich, gefährlicher. Und ihr könnt sogar noch hier diese Panzer angreifen. Ja, läuft doch, würde ich sagen. So, und dann dürft ihr hier einen kleinen Vorstoß wagen. Diese Panzerabwehrkanone schwer beschädigen. Und zum Rückzug zwingen. So, ihr müsst hier. Seid ihr noch im Hügel? Ne, ihr seid im offenen Gelände und ihr habt nicht genug Bewegungspunkte, um auf den Hügel zurückzukommen. Oh, das ist schlecht. Die brauchen da ein bisschen Hilfe vielleicht. Achso, Gewaltmarsch. Oh, wie ist denn hier die Basisverschanzungsstufe? 2 und in der Stadt liegt die bei 4. Ach, das ist doch perfekt. Dann oh, rein in die Stadt oder verstärken? Ich würde denken, rein in die Stadt, ne? Da sind die sicherer vor diesem Panzer. Hoffe ich. Ja, aber die Jungs brauchen da Hilfe. Oh, der IS-1 ist ganz schöner Brocken, glaube ich. So, verlegen wir euch auch komplett nach da oben. Ja, das ist eine gute Sache. Das könnten wir auch nächste Runde machen, wenn es eh bewölkt ist. Aber könnt ihr diese Runde hier noch entscheidend irgendwas reißen? So, ihr könnt schon mal darüber fahren. Dann macht ihr die hier hoffentlich alle. Perfekt.
Und dann haben wir da oben noch ein paar Fallschirmjäger. Aha. So, ihr dürft hier wieder wegfahren. Euch positionieren wir mal hier drüben. Wenn die Jungs hier angreifen, ja, dann gehen die komplett drauf, weil der Panzer hier Feuerschutz bietet. So, dann müssen wir uns hier drüben ein bisschen drum kümmern. Ihr könnt den Jungs hier vielleicht einfach ein bisschen helfen. Ne, wir müssen den Panzer anschießen, ne, damit die unsere Fallis nicht überrennen. Geht nicht anders. Oh, ein bisschen schmerzhaft. So, ihr seid Panzerabwehr. Ich denke mal, das ist immer ein grüner Panzer, der Kontrollzonen ignorieren kann. Aber das steht ja in Wirklichkeit hier drüben. Lass dich die Jungs da voll durchrauschen? Nee, ne? Da, achso, ich hab doch hier Aufklärer. Oh, ich kann die Jungs da voll durchrauschen lassen. Ah, der Flammenpanzer kann da einfach kurz Stopp machen. So, ihr hier. Ach, der da drüben, na, warte, ich hab's verkackt. Flammenpanzer. Da schaut sich das hier mal an. Ah, meine Flugabwehr kommt wieder überhaupt nicht weit genug. Die schaffen es jetzt hoffentlich wenigstens auf die Straße. So, hier unten, da werde ich auch einen Flammenpanzer abstellen. So, ihr verstärkt euch hier noch ordentlich. Ihr verstärkt euch auch. Ihr habt hier sogar Schutz aus der Luft. Na, perfekt. Dann könnt ihr hier nämlich die Panzer noch nebenbei mitschützen. Super. So, und da müssen wir mal gucken, hier drüben haben wir so ein bisschen Schiffchen. Jäger sind keine zu sehen tatsächlich, ne? Ihr könnt euch nicht mal mehr ein Feld weit bewegen. Wo habe ich denn meine Bomber? Achso, die sind da oben, alles klar. Da passen da auch nur 5 drauf hier auf das. Oh. Das wäre blöd. Da treiben sich eine ganze Menge Schiffe rum. Okay, gut zu wissen.
Da haben wir jetzt wenigstens mal ein Auge drauf. So, ihr vorwärts. Könnt ihr hier auch irgendjemanden beschießen? Ah ja, macht doch mal. So, wir nähern uns Stalingrad schon wieder. So, und da müssen wir mal schauen. Dieser Flugplatz da wäre eigentlich, glaube ich, ganz lecker. Für diese Flugzeuge, die sich hier unten rumtreiben. Ich versuche mal so viele wie möglich nach hier oben zu bringen. Ich fange mit den Bombern an. Oh, die passen hier noch hin. Könnt ihr zur Seite fliegen? Nee, könnt ihr nicht. Ja, schade. Also der Flugplatz hier scheint mehr Flugzeuge beherbergen zu können als der andere. Ihr passt da auch noch hin. Ja, geil. Läuft auch. Also, dann sind die Flugzeuge alle geschützt. Apropos alle geschützt. Ich könnte die Jungs natürlich hier mithelfen lassen. Wir gucken mal, wie es hier aussieht. Gut sieht es da aus. Haben wir da noch ein paar Fallschirmjäger abgeworfen. Ah ne, ihr sollt nicht in die Stadt rein. Könnt hier so ein bisschen blockieren. Perfekt. Dann könnt ihr nämlich hier in die Stadt rein. Dann haben wir die direkt mit eingenommen. Dieses kleine Dorf, wie es so schön heißt. So, und dann lassen wir hoffentlich keine blinden Flecken übrig. Lasse ich die Jungs dort oder bewegen die sich mal direkt eigentlich hier an diese Linie ran? Da sehen wir nämlich, der Flughafen hier ist leer. Ja, über die Warning Line werden wir dann wahrscheinlich Panzer und Aufklärer schicken, ne? Ich meine, wenn von da oben ein fetter Gegenstoß kommt, dann traue ich meinen Panzern durchaus zu, dass sie den abwehren können. Und hier können die halt nicht viel machen, befürchte ich. Und sobald wir Aufklärung nach da drüben schicken können, das sollte eigentlich jetzt der Fall sein schon, dann können wir dahin nämlich auch Fallschirmjäger bringen, vielleicht, falls sich hier irgendwo was Günstiges ergibt, ne? Diese Stadt hier hinten würde sich anbieten. So, wen habe ich ja noch vergessen hier? Fallschirmjäger. Hier steht er gut. Oh, ja. Hier, Artillerie. Gut. Von wo sind denn die gestartet? Von ganz da oben. Ah, okay. Die haben es gewagt, auf meine Panzerabwehr zu schießen, oder was? Oh. Okay, uncool. Da kommen Panzer. Da kommen noch mehr Panzer. Mega uncool. Lauft. Lauft, Bitches. Lauft. Hastiger Rückzug. Verstärkt euch hier. Was ist denn mit diesem IS? Warum nervt er so? So, da bringe ich einfach mal ein paar Bomber rüber. Die sind heute halt nicht so effektiv, weil bewölkt.
Aber es wird schon passen. Also und hier irgendwo befinden sich ja Schiffsformationen, ne? Wir müssen nach. Es ist bewölkt. Da spüren wir die natürlich niemals auf. Wie weit könnt ihr von hier drüben aus Eskorte fliegen bis dorthin? Das ist super. Kann ich euch? Nein, kann ich nicht. Jetzt ist der Flughafen hier nämlich wirklich voll. Ich hätte die nämlich super gerne nach da oben gebracht. Aber das funktioniert nicht. Was kommt denn hier drüben eigentlich? T34 und eine SU-85, okay. Nein. Ich komme da nicht ran an die Jungs. Oh Mann. Das ist natürlich jetzt extra blöd. Unebenes Gelände kostet zu Fuß alle. Na, okay, dann kommen wir von der Seite nicht daran. 1, 2, 3 und ein Berg kostet anderthalb, glaube ich, ne? Zu Fuß alle. Ah. Warum denn alle? Ein Hügel? Echt? Ah. Ist es neu? Oh, ich habe eine Idee. Wir rücken hier einfach so ein bisschen vor. Nehmen uns diese Panther als Unterstützung mit. So, ihr nehmt das Ding hier ein. Also, die Gebirgsjäger schnappen sich das Teil hier. Müssen wir die hier drüben irgendwie noch loswerden, ne? Ihr seid doch auch Gebirgsjäger. Das ist doch voll praktisch und so. So, wir nerven die einfach ein bisschen. Die Aufklärer schicken wir hier Richtung Norden. So, dann stellen wir einfach da so ein bisschen dazwischen. Ihr kommt hier auch mit. So, Bomber. Wir sehen hier Bunkeranlagen. Wir sehen Panzerabwehr. Wir sehen ein bisschen Infanterie. Wir sehen hier heftig eingegrabene Infanterie. Ja, unsere Jungs kommen noch nicht ganz ran. Die müssen erstmal hier außen die Typen erwischen. Die Panzerabwehr erwischen wir auch so. Okay, das ist schon mal gut. Haben wir hier eine Luftabwehr? Oh, die ist wieder langsam. Die würde es immerhin bis dort in die Stadt schaffen. Okay, wen bombardieren wir? Arbeiten wir uns hier einfach so ein bisschen vom Rand aus vor? Das wäre vielleicht gar nicht so blöd, oder? So, und dahinter befindet sich direkt eine Panzerabwehr. Ah. Kein Fan. So, ihr kommt nirgendwo ran, ne? Ja, dann könnt ihr auch hier drüben Eskorte fliegen.
Alternative. Ja, ich. Warte mal, wo ist mein grüner Bomber? Wo habe ich denn den benutzt? Da drüben. Der braucht auf jeden Fall auch eine Eskorte. Also bisher brauche ich mindestens drei Eskorten. Ich habe nur vier Jäger dabei. Ja, das hier werden wir mit Bombern machen müssen. So, versenkt. Beinahe versenkt. Na, guck mal, ich habe Schiffe gefunden. So, dann müsst ihr hier Eskorte für die Jungs fliegen. Und ihr Eskorte hier drüben. Ach, Mann. Es ist alles ein bisschen. Oh, Moment. Da drüben stehen ja noch eine Artillerie. Die habe ich ja komplett übersehen. Ah, die kriegen wir tot. Ja, wo helft ihr mit aus? Hier oben gegen diesen Gegenstoß, ne? Da müssen die Jungs ran. Und die müssen hier irgendwie zusehen, wie sie klarkommen. Das schaffen die. Bestimmt. Irgendwie. So, dann dürft ihr hier gleich mal weiterfahren. Dann haben wir diesen Flugplatz nämlich auch direkt eingenommen. Wo sind meine Flammenpanzer? Ganz weit weg. So, was machen wir mit euch, Jungs? So, die Infanterie bringen wir erstmal hier in Stellung, ein bisschen vorsichtig, damit die nicht aus der Luft komplett niedergemacht werden können. Ach, ihr seid ein normaler Panther, ihr seid gar kein Jagdpanther. Ach, hallo, wusste ich natürlich. Ja, die sehen sich langsam echt alle zu ähnlich hier, die Einheiten. Das kann ich auch durch Tarnmuster nicht mehr ausgleichen. So, ihr dürft euch mal direkt hier drüber stellen. Da habt ihr nämlich so ein bisschen Schutz durch die Jäger. Hier lasse ich mal ein paar Aufklärer entlang fliegen den Fluss. Die können da unten Jägerschutz bekommen. Dann sehe ich hoffentlich, wo die sich nächste Runde hinbewegen. So, ihr schützt hier die Jungs aus der Luft einfach. Aufklärer. Ja. Aufklärer. Weiß ich noch nicht genau. Die müssen hier so ein bisschen rumfahren. Ein bisschen schauen, was Sache ist. So wie das Aufklärer halt manchmal tun.
dann denke ich, ich habe alle, oder? Ja. Hey, da bombardieren wir einfach hier. So, und jetzt sehen wir hier nämlich schön, wo die Schiffe sind. Und wo wir mit unseren Bombern einfach mit einem Jäger möglichst alle erwischen können. So, es ist wunderschönes Wetter. Das lädt ein zum Kaputtmachen und Zerstören. So, eine Eskorte gibt's. Und ihr dürft jetzt nämlich richtig hier hochfliegen. Und kaputt machen. Das sind alles Jäger. Das sind die einzigen Bomber. Aha. Ihr seid immer noch langsam. Aufklärer. Wunderbar. So, und jetzt kommen hier nämlich meine Luftabwehr zum Tragen. Ja, kommt da ganz geschmeidig um die Ecke. Und dann können die Aufklärer sich nochmal nützlich machen. So, da oben potenziell noch Panzer. Die müssen wir mal finden. Dort zum Beispiel. Die hatten aber, glaube ich, eine Panzerabwehrkanone mit hinten dran, ne? So, ihr könnt von hier oben mal ein bisschen die Aussicht genießen. Stellt fest, oh shit. Okay. Da haben die also wirklich ein bisschen was aufgefahren. Und das heißt, ihr müsstet euch irgendwie echt ein bisschen dichtes Gelände auch zurückziehen. Das ist für die Jungs hier jetzt natürlich schwierig. Hier gibt es ein bisschen wenig Hügel. Ja, da brauchen wir bestimmt ein bisschen Flugzeugunterstützung oder so, aber die brauchen wir im Moment auch hier. So, ich lasse euch hier mal so ein bisschen umfassen. Aha, da haben wir also direkt Infanterie. Die ziehen sich hier direkt zurück. So, wie schneidet ihr gegen Bunker ab? Nicht so gut. Wo sind meine Bomber? Jetzt suche ich die wieder. 0 zu 3, 0 zu 4, 0 zu 4. Na, dann macht ihr das doch mal. Oder wollt ihr lieber Panzer kaputt machen? Ach, das ist ein Flugabwehrpanzer. Ah, okay.
Ach, weil dahinter noch eine Flugabwehrkanone steht. Das ist ein Nachschublager. Das sollen wir kaputt machen. Das ist ein Munitionslager. Stimmt, eigentlich könnten wir die auch direkt aus der Luft bombardieren. Ah, wenn hier nicht na, direkt eine Flugabwehr hocken würde. Und ich wette, wenn dort eine hockt, hockt hier oben auch eine. Was hat denn hier für eine Reichweite? 2. Das heißt, sie können sich unter Umständen nicht mal gegenseitig decken. Habe ich genug Eskortjäger für die ganze Sache? Ja, das würde hinhauen. Jo. Aber wir machen nicht wirklich Schaden gegen die. Ja, dann buddeln wir die Jungs hier wohl ein bisschen aus. Ja, den Bunker kann ich noch nicht angreifen, dafür habe ich zu wenig Eskorten. Oder? Oder nicht? Die Bomber sind versorgt. Nee, doch, das würde gehen. Ja, dann ran hier. Das ist echt alles richtig vollgestellt hier. Wow. Gar keinen Bock drauf. Achso, ihr hattet schon einmal angegriffen. Na gut. So, die Jäger müssen hier außerhalb des Abwehrbereichs bleiben. Aber hier drüben können die hin. So, könnt ihr jetzt diesen Bunker kaputt machen? Könnt ihr. Nee, Bunker zerstören. Okay, Bunker nicht zerstören. Ja, dann bringen wir euch erstmal hier rein. Ihr macht dieses Geschütz hier kaputt. Und ihr schützt dann einfach nur unsere Panzerabwehr von dieser Seite hier. Ja, da können die eh nicht angegriffen werden, ne? Kann ich auch Panzer hinstellen. Und ihr hier außenrum irgendwie. Ja, dann machen wir das so. Meine Flugabwehr hat sich schon bewegt. Na toll. Hier seid ihr überhaupt nicht geschützt, ne? Ja, dann. Miau. Kommt mal hier mit hoch, da könnt ihr wenigstens ein bisschen was sehen. Boah, es ist alles so richtig voll hier. Da ist auch noch so ein Flugabwehr-Truck und alles. Nee. Ist schon wieder gar keinen Bock drauf hier. So, wir sagen einfach mal frech, die Jungs. Die haben sich von ihrer Panzerabwehr getrennt. So, und dann geben wir denen hier nämlich einfach ein bisschen was anderes zum drüber nachdenken. Schützen unsere Fallschirmjäger quasi offensiv.
die Jungs, Moment mal, die brauchen wir eigentlich hier drüben eher, ne? Haben wir hier eine Luftabwehr? Immer noch nicht. Die bummelt wieder irgendwo rum, dort. Ich weiß nicht, ob wir inzwischen die feindlichen Luftstreitkräfte weitestgehend neutralisiert haben. Ich stelle mal euch hier frech dahinter. So, die Artillerie kommt mit. Wenn wir die noch ein bisschen weiter vorbringen, können wir nämlich hier diese Luftabwehrstellung bombardieren. Ja, ihr dürft euch erstmal verstärken, bevor ihr da irgendwie eingreifen könnt. Oder es zumindest versucht. So, also, was machen wir mit diesen Gebirgsjägern? Die müssen sich ja eigentlich auch Richtung Stalingrad orientieren. Da für diese Stellung zum Beispiel könnten die ziemlich nützlich werden. So, wen habe ich vergessen? Nee, die können da stehen bleiben eigentlich. Ah, guck mal, hier, Panzer. Die hätte ich, glaube ich, gern da drüben, um die Fallschirmjäger zu unterstützen. Wir nehmen auch so ein bisschen Artillerie mit. So, wo bin ich? Aufklärungsflieger. Okay, zweiter Aufklärungsflieger. Panzer. Gut. Guck mal, Flugzeuge. Oh. Noch mehr Flugzeuge. So viele Flugzeuge. Weiß ja gar nicht, auf wen ich zuerst schießen soll. Kommen die doch darüber. Haben sich ja das schönste Ziel ausgesucht. So, schaffen wir noch eine Runde? Wir schaffen noch eine Runde, glaube ich, ne? So, dann lassen wir euch mal hier hochfliegen. Was könnten ihr? Nix. Warte mal, was ist denn das? Gegenangriff? Ja, plus 3 Angriff in der Verteidigung. So, dann schießen wir erstmal auf euch. Dann kann unsere Eskorte die schon mal runterholen hier. Miau. So, ihr könnt dann die machen auf jeden Fall. Und dann kann ich euch doch eigentlich mal schnell nach hier oben verlegen. Ja, damit ihr da oben für ein bisschen, naja, recht, weiß ich nicht, aber für ein bisschen Ordnung sorgt, ne? So, dann fliegt ihr nämlich einfach dazwischen. Was haben wir hier? Jak 3, Jak 1. Die Sturmowix, die müssen zuerst weg. So, hinfort mit euch. Achso, und dann haben wir hier natürlich noch diesen Flugabwehrpanzer, mit dem ich mich dann auch irgendwie beschäftigen muss. Ist das ein guter Move? Ich bin mir unsicher. Aber warum fahren die denn so weit weg?
Da komme ich doch im Leben nicht ran. Mann. Das ist doch jetzt echt scheiße. Ja, wie soll ich denn da rankommen? Haben wir da noch Bewegungspunkte übrig? Ich hoffe, das wäre gut. So, dann können die nämlich nächste Runde auch nichts. So, wir gehen hier einfach mal hinten um die rum. Moment. Da haben die sich direkt ergeben. Ach ja, klar. So, ihr dürft euch erstmal direkt verstärken. Lasse ich euch diese Hügelkette da besetzen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, Artillerie kommt mit, die brauchen wir dort. Ihr müsst euch hier auch ein bisschen bewegen, ich glaube, ihr könnt in den Fahrzeugen bleiben. So, da haben wir schwere Artillerie, die jetzt hier mit eingreifen kann. Aber wir haben natürlich auch Bomber. Zurückgeschossen. Und viel schlimmer, die haben überlebt. Ja. So, nichts ist. Nee, die da oben, die bekommt ihr nicht. Die sind zu krass. So, kümmern wir uns erstmal um die Bomber hier. Ich kann jetzt wirklich mal damit beginnen, ein bisschen was zu versenken. Damit wir unserem Ziel hier näher kommen. Wie viel haben wir denn schon? 4 von 9 Schiffe schon. Okay. Ja, ihr macht hier einen kurzen Stopp. Und hier vorne wird es jetzt echt ein bisschen voll. So, da müssen wir mal schauen. Was haben wir an Bombern hier? Ihr schafft 2 Bunker. Ihr würdet 4 Bunker schaffen, das heißt, ihr könntet die wahrscheinlich erledigen. Ihr würdet auch 4 Bunker schaffen, aber würde ich hier. Okay, gut. Die Reichweite, ja, aber der Bunker muss weg. Also, und dann machen wir es doch einfach mal ein bisschen geschickt. Ich hoffe jedenfalls, dass es jetzt unheimlich geschickt ist. Und hier, diesen strategisch wichtigen Hügel, den wollen wir uns ein bisschen schnappen. Also, und dann schauen wir hier mal ein bisschen in die Stadt rein. Was wir da sonst noch entdecken an Luftabwehrstellungen. Okay, ja, das wird eine schöne Nummer. Ich sehe es schon direkt vor mir.
So, können wir die mit Panzern hier irgendwie rausdrücken zumindest? Das sieht ganz gut aus. So, ihr schafft 3 zu 15. Und wo sind die anderen hier? Aber bei denen sieht es nicht ganz so gut aus, ne? Weil die halt alle so fett eingegraben sind. Habe ich hier irgendwie noch einen Panzer? Der, oh Gott. Wir sind halt viel zu dick eingegraben. Ah, nee, ihr sollt tatsächlich. Obwohl. Kleiner Gewaltmarsch. Ja. So, und dann könnt ihr doch hier so ein bisschen außen rum gehen, ne? Also, euch parken wir einfach hier zwischen, dann könnt ihr die so ein bisschen beschützen. Euch fahren wir hier hinter. Da müssen wir mal zusehen, dass wir die hier irgendwie, weiß nicht, eingekesselt bekommen. Wird schwierig, glaube ich. Sind das beharrlicher Verteidiger? Ah, okay. Ja, nee, dann bleibt ihr einfach hier stehen. Könnt ihr die schwere Artillerie schützen. Und dann können wir zum Beispiel schon mal das Feuer hier auf diese Flugabwehr eröffnen. Aus zwei Artilleriestellungen heraus. Hier oben sind mir die so ein bisschen schutzlos aus der Luft. Ich weiß halt auch gar nicht, wie viele Lufteinheiten hier noch rumgurken. Ich brauche die Jungs irgendwann da oben einfach. Ich lasse mal hier auf dieses unwegsame Gelände fahren. Falls die hier den Berg runterkommen wollen, ne, können die dann nicht direkt angreifen, die auch nicht aufklären. Das ist, glaube ich, ein bisschen praktischer. So, was machen wir mit euch? Ihr müsstet wahrscheinlich auch nach da oben irgendwie. Ihr könnt euch nicht mehr bewegen, ne. Ihr könnt euch ja direkt verstärken. So, Flammpanzer. Die brauche ich da oben gleich, denke ich. Ich hoffe, die nützen da was. So, habe ich jemanden vergessen? Fallschirmjäger, wo seid ihr? Dort. Wollt ihr diese Stadt angreifen? Nee. Wie sieht das aus, wenn die angreifen? Ah, mittelprächtig, sage ich mal. Na, wartet mal. Sind die eingegraben? Ja, die sind eingegraben. Sonst könnten wir die natürlich einfach zur Aufgabe zwingen.
Flugzeuge. Hä, die greifen uns an Land an? Ist euer Ernst? Habt ihr sonst keine Probleme? Panzer. Sag ja, ich brauche meine Panzerabwehr da oben. So, aber das ist ein Problem fürs nächste Mal auf jeden Fall. Also, ich weiß... sorry. Ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, was ich hier als das Problem bezeichne, weil es sind ja ein Haufen Probleme. Aber... ja, da werden wir uns schon irgendwie... ein bisschen durchfummeln, denke ich. Hier sehen wir gerade gar nichts mehr. Da müssen wir nochmal Aufklärer drüber schicken beim nächsten Mal. Ja, hier oben brauchen wir Antipanzerpanzer. Oder Flugzeuge. Flugzeuge würden auch gehen. Sind die in Reichweite? Flugzeuge sind nicht in Reichweite. Ich könnte die allerdings hierhin verlegen. In der Stadt selbst, in Stalingrad, können die sowieso nichts tun im Moment. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ah, dann könnten die hier oben irgendwie so ein bisschen angreifen, wenigstens. Da wären die wenigstens noch nützlich. Warte mal, wenn ihr so weit kommt, wie weit kommt denn ihr dann? Ja, genauso weit quasi. Achso, und da ist aber immer noch der hässliche. Der hat sich so weit wieder verstärkt. Oh. Ja, das schaffen wir. Wir haben ja hier noch so ein bisschen Unterstützung parat und so, ne? Das, ja, das haut hin. Das schaffen wir. Jagdpanther sei Dank. Gut. Dann war es das für heute auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.